Okay. Ich habe noch ein bisschen an den Einstellungen gemacht. Also Framescale habe ich auf 3 jetzt gemacht. Vielleicht läuft es jetzt ein bisschen flüssiger mit den Kämpfen. Aber es ist eigentlich auch nicht so schlimm, dass es so langsam ist. Aber es darf nicht beim Endboss so langsam sein. Dann werde ich sauer. Dann werde ich komplett sauer. Und werde zum Tier. Okay. Im letzten Part habe ich eigentlich voll viel geschafft, wenn ich gerade so denke. Truhe, Truhe, nix Truhe. Okay. Echt sehr viel habe ich geschafft da. In 21 Minuten, oder genau gesagt in fast 22 Minuten. Geht ja auch wieder mit rum. Okay. Die Wunderhöhle. Es gibt auch Gegner. Ich wusste es. Okay, es läuft flüssiger. Oder es lag echt nur daran, dass es so viele Gegner waren. Ja, es lag echt daran, dass es sehr viele Gegner waren. Und ein bisschen, glaube ich, an den Emulator. So, weg. Warte. Oh, scheiße. Jetzt kann ich mich wieder erinnern, was ich an dieser Höhle nicht so mochte. Ach, jetzt weiß ich das wieder. Talauta Tanga. Tango, Tango. Weg mit dir. Wieso jetzt auf einmal so viele? So, meins alles. Okay, immer noch mehr. Ich könnte hier einfach auch ignorieren, wenn ich wollte, aber nee. Die bringen mir Herzen. Und das habe ich auch, kann ich auch mehr leisten. Beim Mogri-Job. Das Schussschwert ist schon eigentlich gut, aber. Ja, es hat schon seine Macken und Fehler und alles. Ich untersuche verdächtige Stellen. Erstmal die ganzen Wichser hier töten. So. Ihn kann Shion nicht zielen, das merke ich echt jetzt. Gehen als vorher, die zielt und das trifft nicht mal. So. Gegner, Gegner. Warum ist nur dieses Teil der Mauer eingestürzt? Spürst du das? Ein Luftzug. Auf der anderen Seite muss eine Kammer sein. Richtig, da kommen wir noch später hin. Da kommen wir noch viel später hin und das kommt in einen alten Bekannten. Okay. Alles untersuchen. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Jetzt einfach mal in die Höhle rein. Ich glaube, ich weiß noch, was sie untersuchen wollte. Ja, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Und es kommen wieder Herzlose. Diese Tankos sind überall rüber. Okay, da gehen wir noch gleich hin. Ich glaube, das Eis hätte ich mir einfach sparen können. Ja, er hätte mich erstmal getroffen. Untersuchen. Hey, was hätte davon? Da ist ein Loch. Sieht aus, als sollte da etwas rein hineinpassen. Hast du ungefähr die gleiche Größe wie dieser Edelstein. Reinstecken. Passt. Okay. Achso, die muss man mit Feuer aktivieren. Warte. Das gibt's nicht. Es ist gleich. Achso, nein, man muss nicht mit Feuer aktivieren. Er ist gleich eingerastet. Das erklärt dann wohl, wo ihn der Affe hatte. Hier kommt er, hier kommt er und hier kommt er und hier sollte er dann wohl auch bleiben. Oh.
wollen uns weiter sehen. Oh, was habe ich jetzt wieder mit dem Lesen, verdammt. Oh, ich hasse. Wir haben alles hier durchkämpft. Was jetzt? Gehen wir tiefer in die Höhle hinein. Okay. Neuer Durchbruch, ist gut. Ja, Rocks ist brennen. Ich habe es auch wieder mit dem Lesen. Das erklärt, warum ich auch so wenig Abonnenten habe. Also 570. Die meisten davon hören, wie ich lese, sagen so, ach, nee. Der hat Sprachfehler hier, nee. Den schauen wir uns nicht an. Oder finde es lustig, dass ich solche Sprachfehler habe, kann auch sein. Okay. Gegner. Potion. So, und ich will erstmal den hier töten, der nervt mehr. Gute Schier. Ich muss auch den Schalter da aktivieren, da geht immer wieder weg. So. Alles mal untersuchen. Und alles töten, was immer in meine Nähe kommt. Da war kein Gegner, okay. Hier waren noch bestimmt irgendwelche Gegner, oder? Wartet. Okay, weiter geht's. So. Ey, da war gerade ein Riss an der Wand. Ich glaube, das muss ich nicht untersuchen. Hoffe ich jetzt mal. Wenn doch, habe ich ein bisschen Arschkarte. Okay, so. So. Ach komm. Das war mal geklärt. Was ist das? Im Zweifel einfach mal draufhauen. Es wurde entfacht. Okay. Und so. Knapp. Es war echt mal knapp. Und das war dämlich. Ja, fliegt langsam runter. Sagst du sowas für den Riss? Nein. Sieht ja nicht so verdächtig aus. Ach, unnötig, dass ich jetzt da runtergefallen bin. Shion, kommst du auch mal? Shion. Egal, sie kann Teleportation. Haben wieder runtergeschubst. So zum Teufel bin ich gerade drunter gefallen. So. Guck in die Richtung. Danke. So, ist das unten? Gut so. Okay, das ist gerade runtergegangen. Verdammt, das war knapp. Gegner? Ja, es kommen Gegner. So. Getötet. Potion. So. Okay, jetzt nur noch ein Stück. Wir müssen erstmal diese Teile hier anmachen. Achso, das war auf der anderen Seite. Damit es hier weitergehen kann, muss man erst alles aktivieren. Hey, noch einer dieser Blöcke. Ja, würde das helfen, ihn zu zerstören? Hallo? Okay.
sehen wir uns mal das an. Oder erstmal die Gegner hier töten. Ach, fick euch doch. Hier, komm, töte es. Oh, danke. Noch einer dieser Blöcke. Versuche ihn zu zerstören. Achso, es ist nach der Reihenfolge. Der Boden hat errissen. Ja, sieht aus, als wäre das alles vor Urzeiten erbaut worden. Gut analysiert, Sherlock. Hier darf eine Truhe mit einem Leuchtspeter, den ich jetzt nicht benutzen kann, weil ich eine Potion benutzen muss. Da kommen gleich Gegner. Hätte ich echt gedacht, dass jetzt Gegner kommen. Potion. Eisen, danke. Doch, es kommen Gegner. Mal eine ganz andere Stelle, als ich erwartet habe. Hier ist nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, ich habe hier alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ja. Okay. Achso, da kann man wieder... Achso, okay. Wieso kann sie ihn dann festhalten? Okay, gleich kommt die Kammer mit dem verdammten Boss. Glaube ich, dass er jetzt kommt. Wie sollte man ihn... Achso, jetzt weiß ich wieder, wie man ihn besiegen muss. Fehlt eine Schatztruhe. Wo kann die sein? Wenn ich die jetzt nicht finde, ist egal. Ich mache sowieso noch extra Part, wo ich alle Schatztruhen suche. Die Schatztruhenjagd. So. Ich glaube, ich werde... Warte, wie viel Parts habe ich dafür gebraucht? 111. Ich werde damit noch viel schneller fertig werden als davor, weil ich ja, weil der Limit für die Videolänge ja abgeschafft wurde. Also kann man so lange Videos machen, wie man will. Aber es in dieser Regel gilt ja nicht für alle, es sind nur für bestimmte User. Für mich ist es jetzt zum Beispiel so. Bei meinem Kumpel Muspi ist es nicht so. Ihr kennt ihn ja bestimmt von anderen Let's Plays. Für ihn ist die Regel nicht so. Er wollte auch mal einen Part aufnehmen, wo er Let's Play, also One Piece Let's Play hat. Wollte hochladen, YouTube sagte, sie haben nicht das Recht, über 15 Minuten aufzunehmen. Ja. Da hat er den Part gelöscht und hat dann aufgehört. Okay. Ist mit. Die Schalter waren also für diese Stufen. Mal sehen, wo sie hinführen. Okay. Neuer Durchbruch. Okay, dann jetzt so. So. Jetzt müsst ihr schnell, glaube ich, machen. Jetzt ist das Tor offen. Jetzt müsst ihr schnell dahin. Ist mit Zeitvorgabe, glaube ich. Da war es ein Angriff. So, mit einer Zeitvorgabe. So. Ach, jetzt kommt der komische Boss. Erstmal Truhe öffnen. Potion. Dann kriegen wir eine Potion. Aha. Okay, beobachten wir mal den Affen hier. Was ist das für eine Statue? Eine Affenstatue. Sie hat ein Juwel oder so in der Hand. Das dürfte alles sein, was wir hier unten finden. Ja, hier sind weder Türen noch Schalter. Das muss das Ende der Höhle sein. Und was jetzt? Wir haben die Höhle komplett durchsucht. Können wir zum Schloss zurück. Von mir aus gern. Aber nicht so einfach. Hey, wer seid ihr, Trottel? Oho, ich kenne dich. Du bist wegen der magischen Lampe hier, oder? Welche magische Lampe? Hör auf, dich dumm zu stellen.
Hört mir gut zu, die Lampe ist offiziell das Eigentum von Carlo. Mir, einverstanden? Haltet eure dreckigen Pfoten fern. Ja, die fette Wampe. Komm her. Lass dich umarmen. Ja, er kann. Er ist eigentlich schon stark, aber irgendwie merkwürdig, dass das nichts bei. So. Okay. Du wolltest es, das war nicht meine Schuld. Und dann ist es auch geklärt. Ja, was machst du jetzt, fette Wolke? Was machst du jetzt? Für die Riesentaschen. Ja, verdammte kleine Strauchdiebe hier. Erst kann ich die blöde Lampe nicht finden und jetzt noch die schrägen Vögel hier. Das ist nicht fair. War ja so fett, dass er das jetzt ausgelöst hat, oder wie? Mist, das ist nicht gut. Ich bin ja mal weg. Hey, warte. Los, Roxas, wir können nicht hier bleiben. Ja, da hast du recht. Schnell. Und hier wisst ihr noch diese Teil, wo der Luft rausgekommen ist. Also wo, ja, diese Stelle da, da können wir demnächst auch rein. Aber mal ein bisschen später. Puh, wir haben es geschafft. Ich weiß noch, als ich das früher gespielt habe, bei dieser Stelle war es richtig langsam. Ich weiß aber immer noch nicht warum. Gerade noch so. Das war dann wohl der Kerl. Der den Axel noch nicht gesehen haben? Ja, ich glaube, er hat sich Carlo genannt. Ja, er hat immerzu von einer magischen Lampe gesprochen. Was er damit wohl meinte? Ah, Roxas, hinter dir! Huh? Ah, Teppich! Was ist das? Ein Teppich. Alles okay? Teppich betet mich an. Hey, scheint nicht feindselig zu sein. Ich glaube, er mag dich. Find es heraus. Ja, find es heraus. Dieses Face wird man niemals vergessen. Ah! Wer bist du? Wer ich bin? Du willst wissen, wer ich bin? Ja. Also gut, hier kommt eine persönliche Vorstellung. Ich bin Genie, der ehemalige Lockengeist, aber du kannst mich mit Vornamen ansprechen, Kleiner. Das hier ist mein guter Freund, der fliegende Teppich. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Die Riesenhand. Ja, gleichfalls. Jetzt komm schon, das kannst du auch besser. Warum so griesgrämig? Bist du etwa traurig? Glaub mir, mein Junge, ich kenne das. Zweifellos. Und wer seid ihr, Kinder? Wir sind. Psst, Roxel, wechsel das Thema. Wir sind, okay, das Thema denn dann? Ich wollte den Angriff gerade nach den Rechten sehen. Da entschließt sich der Teppich plötzlich abzuhauen. Meinte, er hätte einen Freund gesehen. Einen Freund? Und der Freund bin ich? Klingt verrückt, oder? Ich komme also mit und freue mich auf ein gutes Gespräch. Und dann bist du plötzlich da. Wer in aller Welt bist du? Bist du sicher, dass das ein Freund von uns ist, Teppich? Anscheinend schon, wenn er mich anbetet. Jedenfalls, Agrippa ist die Stadt da drüben, oder? Ja, das ist sie. Die Heimatstadt meines besten Freundes, El. Bester Freund? Der Teppich und ich sind gerade im Urlaub, sozusagen auf einer kleinen Weltreise. Aber wir haben unsere Sorgen um El gemacht und deswegen sind wir vorbeigekommen, um mal nach ihm zu sehen. Warum habt ihr euch Sorgen um ihn gemacht? Gibt es einen Grund? Na sicher, um seine Freunde macht man sich eben Sorgen. Ich habe mir Sorgen wegen Jasmin gemacht und darum, wie es in der Stadt wohl so läuft. Und nachdem ich einmal daran gedacht hatte, konnte ich an nichts anderes mehr denken. Ich kenne keinen Elf, aber in der Stadt werden gerade Reparaturarbeiten durchgeführt. Stimmt, sie wird immer wieder von Sandstürmen getroffen. Was? Warum passiert sowas immer in dem Moment, in dem ich die Stadt verlasse?
Okay, zurück. Ein wenig Magie und hier ist 0, nichts wieder alles in Ordnung. Dein Freund Al meinte, das wäre nichts für Magie. Er meinte was? Er meinte, die Einwohner sollten die Stadt mit eigenen Händen wieder aufbauen. Oh, also wenn Al das sagt, dann muss das wohl sein. Du wirst nicht helfen? Al meinte doch keine Magie, oder? Ich würde hier gerne alles reparieren, aber ich muss die Wünsche meines Freundes achten. Hm, stimmt wohl. Wir sollten zurückgehen, Roxas. Roxas? Ja. Ich glaube immer noch, er hätte nichts gegen ein kleines, klitzekleines bisschen Hilfe anzuwenden. Dann... It's magic. Und der Sandsturm ist weg und hat was freigeschaltet. Na endlich ist die Stadt in Sicherheit. Und jetzt, wo das erledigt wäre. Wer seid ihr beiden? Huch. Okay, vergessen wir das wer. Wo seid ihr beiden? So schnell abgehauen. Hey, war die Mission erfolgreich? Ja, scheint zu funktionieren. Danke, Axel. Du und Roxas, ihr seid die Besten. Ach, ich weiß. Wir geben uns Mühe. So ist das halt. Echt geil, dass sie keine Angst haben, runterzufallen. Abbeißen und so. Ich war auch so ein Eis. Wo haben sie dich hingeschickt? Dorthin, wo du und ich schon einmal waren. Wie hieß das nochmal? Agrabah. Oh, die Stadt in der Wüste. Wir sind diesmal einigen interessanten Figuren begegnet, was? Teppich, Genie und Carlo. Meinst du Carlo und Genie? Genie hat sich große Sorgen um seinen Freunden, einen gewissen L, gemacht. Aber manchmal muss man seine Freunde sich selbst um ihre Angelegenheiten kümmern lassen. Das stimmt, jeder braucht seinen Freiraum. Privatsphäre, sage ich nur. Warum meinte Genie dann, dass er und Al unzertrennlich seien? Im Herzen verbunden. Ja, schließlich sind sie ja nicht an ihre Hüften zusammengewachsen. Ich glaube, man kann auch unzertrennlich sein, wenn man getrennt ist. Echt? Ja, wenn man sich einander nahe fühlt, wenn man einen besten Freund hat. Wie ist es, einen besten Freund zu haben, Axel? Keine Ahnung, ich habe keinen. Früher hatte er einen bei Beppers League, kann man dann sehen. Oh. Bart hat nicht gesagt, Roxas, dass Axel sein bester Freund ist? Und Axel sagt, er hat keinen. Da wurde jemand sehr schlimm verletzt. Level up. Ja, Mann. Gut so. So muss er sein mit den Level Ups. Tag 78 in Weiß wieder mal. Okay, ich mach mal kurz das Level hier rein. Stufe 12. Und wir sehen uns das nächste Mal.